Okay, jetzt. Neuer Name? Natürlich, ich bin Herzog Ixon. Und ich bin Graffi. Okay, ich hätte dich ja fürs Wasser als Kami. Kami. Und es ist inzwischen schon fortgeschrittene Stunde, wie ihr auch an der grellen Beleuchtung sich erkennt. Es ist schon ein bisschen dunkel hier ringsherum. Deswegen haben wir gedacht, spielen wir jetzt was für Erwachsene. Genau. Etwas, wo das Wort, das böse Wort Doom drin steckt. Wir spielen aber nicht Doom, wir spielen Doom Troopers. Eben. Ein Super Nintendo Spiel für Erwachsene, denn das gab es auch damals. Oh, das geht auch zu zweit, so wie es aussieht. Wenn da steht One Player. Oh, 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 yeah. Perfekt. Dann lass uns mal an die Tastatur ran. Da bin ich jetzt überrascht, weil ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Ich auch nicht. Also ich habe nur gehört, das soll ziemlich gut sein. Aber machen, wenn es auf einfach geht, dann... Dann wäre das schon mal von Vorteil, ja. Wimp. Ja. Ist aber schön, ich mag schon mal die Bezeichnung. Ja, ja. Paar mehr Leben noch. Ja, 5, okay. Jo. Ja, bin mal gespannt, was jetzt kommt. Okay, hast du die? Tastatur. Ah, du darfst jetzt noch einen Charakter aussuchen. Wen haben wir denn? Ach, das ist ja nur. Ach so, okay. Nicht den Strahlen. Dann nehme ich wahrscheinlich den anderen. Mhm, der böse Apostel. Ah, okay. Gleichzeitig sogar. Das ist cool. Das ist sogar sehr cool. Das ist richtig cool. Also sage ich es mal nach. Nehmen wir Schaden von den Blättern, oder? Kann man ach, da aber man kann nicht da oben schießen. Das ist... Aber man kann treten. Donkey Kong war. Es, ja, stimmt, die Grafik ist ziemlich Donkey Kong. Oh. Herrlich. Ich glaube, das ist bislang das beste Spiel heute. Ja, muss ich das auch sagen. Das kann ich jetzt schon nach nicht mal 5 Minuten kann ich das jetzt schon feststellen. Ach, es macht echt Spaß, muss ich sagen. Ich bin eigentlich mit solchen Spielen überhaupt nicht so. Das Einzige, was mich jetzt schon. Wir haben, dass man Munitionsbegrenzung hat. Aber da muss man halt. Ah. Oh, okay. Ja, so geht das hier. Und das tritt nicht. Okay. Ich glaube, das ist ein Ding, wo man sich ein bisschen einspielen muss, alles aber... Lädt sich auf, die Munition hier. Ich glaube, du musst ein bisschen Munition, du musst jetzt ein bisschen für mich schießen, weil meine Munition ist am... Ich muss jetzt mal für dich ein bisschen Schuss einstecken. Nein, nicht zu weit weg, sonst kann ich dich nicht treffen, wenn du immer so weit weg bist. Ich mach das Setting irgendwie. So Predator ausholen. Ist auch gut, dass man nicht mit einem Schuss, mit einem Treffer tot ist. Ja. Hast du mal Contra gespielt? Ja, ja, klar. Also speziell für die Super Nintendo Version, die habe ich sogar durch. Und die anderen habe ich halt mal so ein neues Neugeben mal angespielt. Also ich muss sagen, es macht mir echt Spaß. Also ich würde mir, Spiel, ja. Ich würde mir fast sogar nicht, ich würde mir fast sogar nicht holen. Ja, muss man mal gucken, wie viel das Spiel kostet. Also das ist nicht so teuer. Können wir dann mal danach mal nachschauen. Ja. Das würde mich auch mal interessieren. Ich vermute mal, da wird man nur eine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine PAL-Version ist. Nee, glaube ich auch nicht. Also, wenn ein US wahrscheinlich. Ja, da müsste man halt eine NTSC holen, aber das ist ja nicht das Problem. Ja. Was machen die Skelette? Zeigen die irgendwo hin? Oder? Ach, schade, dass man nicht nach oben schießen kann. Das ist echt ein bisschen ein Problem. Oder es gibt, ja. Wir wissen es nur nicht. Was machen eigentlich L und R? Boxen. Boxen, okay. Und das andere macht. Oh, doch! Ja, du musst halt gedrückt, sowas in der Richtung, dachte ich mir nämlich fast, dass du... Dann kannst du zwar nicht laufen, aber du kannst zielen. Auch schräg und so. Das muss man sich halt ein bisschen angewöhnen. Ich glaube, daran kann man sich gewöhnen. Ach, der kann auch ohne Kopf weiterschießen, ist ja gemein. Stemme ich nicht besonders gut an. Ja, aber wir spielen das ja auch jetzt zum ersten Mal und das mit der Steuerung muss man noch ein bisschen drankommen. Außerdem spielen wir ja auch nicht mit Super Nintendo Controller, was schon noch einen Unterschied macht, ob man es glaubt oder nicht. Kann man ja drauf laufen. Nee, natürlich nicht. Weil ich dachte, der steht da so, deswegen dachte ich, da kann man vielleicht.
Obwohl, irgendwo muss man doch hier landen können. Ja, kann man. Oder auch nicht. Auf den Dingern wahrscheinlich. Yeah. Ah, ich glaube, ich bin schon geboren. Ah, ich kann ja gar nicht mehr. Du musst schon ein bisschen vorwärts. Das ist aber irgendwie scheiße, oder? Ja gut, aber ich gehe nicht davon aus, dass du jetzt noch ewig weiter erleben wirst. Na? Ja, ich glaube, du musst... Ja. Das ist schon tricky. Und vor allem, dass die auch wieder spawnen. Das ist ein bisschen nervig. Ah, nee. Ja. An sich ein cooles Spiel, aber man muss wirklich, glaube ich... Man muss sich reinfuchsen. Machen wir noch ein Continue und dann... Okay, einfach. Treten ist eigentlich auch ganz cool, dass es auch zusätzlich geht. Dass man auch so eine Art Nahkampf. Ja, muss mal probieren, wie es bei dir ist. Bei mir ist es auch einer der Haupttasten auf jeden Fall. Okay, bei mir nicht. Ah, ich bin gerade ein bisschen das Problem, die Schultertasten auf der Tastatur umzugreifen. Erstmal schön Abgrund sprengen, so gehört sich das. Schön, dass der Kopf weiter blutet, wenn man nochmal drauf schießt, wenn er da hängt. Das ist auf jeden Fall keine PAL-Version von. Kann ich mir nicht vorstellen. Was zum Einsammeln? Ich drehe euch hallo. Zerfetzt hier, also. Ich darf mich nicht recht traumatisch unterstellen, das ist irgendwie taktisch unklug. Oh, das ist eine Feuerwelle. Sieht so aus, cool. Wahrscheinlich verplepper ich die gerade total. Aber ich verplepper sie gerne, damit die Leute explodieren. Oh, das war doof. Hier sogar noch die verbrannten Skelette da, geil. Ich liebe es. Mir egal, ob ich die verschwende, das ist einfach zu cool, um es aufzusparen. Ah, jetzt ist alle. Nochmal Kopf runtergedreht. Sorry, dass wir jetzt nicht so viel erzählen, aber es ist gerade sehr intensiv hier, wirklich. Aber dafür kriegt ihr ein cooles Spiel zu sehen, mal zu abwechseln. Ja. Das ist jetzt wieder, glaube ich, die Stelle, an der wir nicht mehr weiterkommen werden. Ah, ich springe auf mein Glück. Der taucht nur auf, wenn man dann nach vorne springt. Ich bin schon weg. Ja gut, du machst das schon. Das ist so echt so eine Stelle, wo zwei Spieler eher nachteilig sind. Oder es gibt irgendeinen Trick, den wir nicht wissen. Der taucht nicht auf. Oder einfach runter. Ja. Auf jeden Fall, Doom Troopers, cooles Spiel. Ist das erste Spiel seit langem, was wir hier gespielt haben, was ich mir tatsächlich auch mal selbst holen würde. Nee, Skyblazer war das noch. Das meine ich ja seit langer Zeit. Skyblazer war auch sehr geil. Und das hat mir auch tatsächlich selbst geholt und auch mal im Retro-Check vorgestellt. Das Spiel hier wäre ein ähnlicher Fall für die Zukunft. Wenn es billig ist. Ja, das ist richtig. Das muss man dazu sagen. Wer weiß, wie das aussieht. Ja, wer weiß. Aber vielleicht ist es so eins, was in Amerika auf jedem Wühltisch mit rumliegt. Ja, so Grabbelkisten spielt. Ich habe davon nie gehört. Was bei uns halt Super Soccer ist, nur dass halt das cooler ist. Super Doom.
Super Doom Soccer. Super Doom Troopers. Super Doom Troopers Soccer. Super Doom Soccer. Okay. Es gab bei dem Bild einen Scatman. Scatman's Duper. Wir haben vorhin Schlümpfe Techno gehört, ihr müsst uns drei Alben durch. Wir sind aufgeschlumpft. Ja, wir haben Schlümpfe Techno Lieder gehört und haben dann versucht zu raten, was das Original ist. Und es ist nicht immer einfach gewesen. Ja. Aber ja, auf jeden Fall war das schön. Ich würde sagen, wir spielen jetzt nochmal was Gutes. Genau.